Mercedes bringt frischen Wind in die gehobene Mittelklasse, während Cabrios überall auf dem absteigenden Ast sind und Roadster die Klappe halten, bringt uns Mercedes jetzt noch ein zweites offenes Modell. Der neue SL ist gerade gestartet und jetzt geht der CLE als Cabrio ins Rennen. Und weil AMG da nicht hinten anstehen möchte, frischt der Wind aus Affalterbach noch ein bisschen auf. Es wird noch zugiger und es kommt der CLE 53. Dummerweise erst zum Ende des Sommers, aber um euch ein bisschen Lust zu machen, hier alle Details. Wenn wir das Auto von außen angucken, sehen wir die typischen AMG-Insignien. Der Panamericana-Grill, eine ohnehin schon knackige Motorhaube, wird nochmal ein bisschen knackiger mit einem großen Lüftungseinlass. Wir haben hier unten die Frontschürze mit dem typischen AMG-A-Wing, so nennen sie also diese Aufteilung mit den drei großen Lufteinlässen. Wir haben weit ausgestellte Kotflügel über den 19 und 20 Zoll Rädern. Und wir haben, was man bei der Cabrio-Silhouette besonders gut sieht, am Ende einen kleinen Heckspoiler. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Hier ist er in Wagenfarbe lackiert. Wer ihn ein bisschen betonen will, kriegt ihn auch in Schwarz oder in Carbon. Und wie es sich für ein AMG gehört, gibt es auch ordentliche Auspuffblenden und sogar einen kleinen angedeuteten Diffusor. Aber das ganze Design ist natürlich nur die eine Seite. Wichtig ist, was unter der Haube steckt. Und da steckt im CLE 53, genau wie bei der unlängst vorgestellten E53 E-Klasse, der Standard-Reihen-Sechszylinder von AMG. Hier allerdings alleine ohne den Plug-in-Baustein, den wir bei der E-Klasse haben. Das heißt, wir haben 449 PS aus 3 Litern Hubraum und 560 Newtonmeter beim Race-Start, sogar kurzfristig 600 Newtonmeter. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in ein bisschen mehr als 4 Sekunden. Topspeed ist bei 250. Wer das AMG Drivers Package bestellt, kann 265 fahren und gucken, was die Föhnwelle so hält. Fahren dürfen wir heute leider noch nicht, aber wir können uns zumindest schon mal reinsetzen und gucken, was uns denn da drinnen erwartet. Und auch da haben wir das typische AMG-Trim und das Sportabzeichen für den CLE. Also wieder viel Carbon, AMG-Sportlenkrad, neue Grafiken auf dem Display und Performance-Sitze mit stark ausgeformten Seitenwangen. Jetzt würde ich eigentlich gerne losfahren, aber da muss ich halt noch ein bisschen warten. Wir werden das Auto im frühen Sommer fahren. Die Kunden werden relativ lange warten müssen und das Auto erst dann bekommen, wenn der Sommer in Deutschland zumindest vorbei ist. AMG sagt, irgendwo ist immer Sommer. Außerdem gibt es ja den AirScarf. Es gibt eine leistungsstarke Klimaanlage und einen Windschutz. Das heißt also, man kann den Sommer ein bisschen verlängern. Und ein bisschen Zeit kann nicht schaden, um Geld anzusammeln. Das Auto ist kein Schnäppchen. Der Vorgänger war bei knapp unter 100.000 Euro. Der Nachfolger wird wahrscheinlich ein bisschen drüber liegen.